Buongiorno! Es wird langsam Zeit, dass ich weiter Deutsch lerne. Und dafür habe ich mir etwas Neues ausgedacht. Und zwar werden wir heute Tabu spielen. Viele von euch kennen das schon. Es ist ein lustiges Spiel, wo man ein Wort erklären muss, aber 5 bestimmte Wörter muss man nicht dabei benutzen. Und der andere muss das Wort dann erraten. Ist das klar? Ja. Ich habe das schon jahrelang nicht gespielt. Ja. So, fangen wir an. Der gute Jimpy hat uns ein paar Zettel vorbereitet. Danke, Jimpy. Das war eine lange Arbeit. Danke dir dafür. Und ich werde 2 Minuten Zeit haben, um so viele wie möglich hier erraten zu lassen. Okay, perfekt, let's go. Habe ich das gut erklärt? Ja. Ich bringe wieder kurz weg. Sag den Leuten tschüss. Auf die Plätze, Falco, Rob, los! Ein Freund von uns, der mit uns wohnt, trägt immer ein Gadget. Das trägt man immer am Arm. Gucci? Ich habe Arm gesagt. Auf jeden Fall direkt weg. Nochmal alles von neu? Nee, es geht weiter. Ich habe 2 Minuten. Verkackt. Jemand von uns liebt es voll. Es gehört dir, aber jemand anderen benutzt es für dich. Adiletten? Nee, du hast es vor 2 Jahren gekauft, als wir zusammen waren. Hast du es bestellt? Die Drohne? Genauer gesagt. DJI-Drohne? Flugzeug? Wie heißt sie? Mavic Pro? Mavic. Keine Ahnung. Das gucken wir oft. Rick and Morty? Nee, das ist Teil unser Job. YouTube? YouTube Red? YouTube Premium? Es ist etwas, das sich immer verändert. Jeden Tag, jeden Trends? YouTube-Trends? Ja, genau. Und stopp! Schwach. Ich zeig dir, wie das geht. 3, 2, 1. Du hast heute was gemacht? Geschnitten, gemalt. Du hast ja etwas weggebracht, oder? Nee, ich habe nichts. Doch. Du wolltest etwas wegbringen, aber das hat dann nicht geklappt. Oh, warte. Was wollte ich wegbringen? Paket. Was Pakete. Ist das? Magic-Tafel. Ja, aber wieso sind die hier? Weil du Verlosung. Ja, das andere Wort. Geschenk, Verlosung. Was ist das? Gewinnspiel. Ja, jo! Okay, gut. Die zweite Roomtour aus Thailand? Wo? Koh Samui. Ja, die zweite. Koh Phangan. Ja, genau. Perfekt. Letztes Wochenende? Geburtstagparty? Nee, letztes davor. Im Kino haben wir alle zusammen was geguckt. YouTube-Stream war das. KSI versus Logan Paul. Ja, aber Streaming. Ich brauche eine Person. Logan Paul. Ja, genau. Perfekt. Ja. Gemeinschaft noch. Okay, warte. Und darin bist du richtig gut auf deinem Handy? Malen, zeichnen, Insta-Stories. Ja. Okay. Weiter. Das verlieren wir immer. Jimmy, Schreibtisch. Legst du immer drauf? Das verlieren wir immer. Schlüssel. Nein. Portemonnaie. Das legst du immer auf seinen Schreibtisch, wenn du etwas kopiert hast. EC-Card. Ja. Sehr gut, Jimmy. Weißt du, wie viele Insider von uns rauskommen? Oh mein Mann. Not bad. Ja, Mann, das war voll richtig gut. Richtig gut. So erklärt man Freunde. Nur Insider benutzen. Okay. Ich hatte 2 geschaffen, du. Ja, das sind wieder 2 Minuten. Ich war vor kurzem im Urlaub. Italien. Und jemand Urlaub ist mit mir mitgekommen. Carolina? Ja, aber ihren Namen auf YouTube? Ja, aber. Zählt. Was haben wir vor ein paar Tagen gemacht? Gegrillt? Geburtstag? Für ein Video für dich haben wir. Limousine? Special Limousine. Ja, Limousine. Ja, zählt. Jemand von uns. Hast es? Du legst es immer auf all deine Gerichte. Oregano, Schnittlauch, Petersilie, Salz, Pfeffer. Jemand von uns hast es und es mal so Knoblauch? Ja, Knoblauch. Ah, okay. Weiter, komm. Gut. Oh, die Limousine haben wir gemietet für? Ein Videodreh, ein Video. Ja, zur Lady Rupert. Okay, und sie ist? Eine Maus. Eine? Eine Wildmaus, eine genau. Freilebende Maus, eine Feldmaus? Ja, Feldmaus. Okay. Freund, Kollege von uns. Er nimmt Werke von anderen und spricht darüber, sagt seine Meinung darüber. Herr Newstime? aber von einem bestimmten Trashpack? Wie zum Beispiel Sachen von Mimi, Alex? Von Toni, von Riso. Tubo? Ja. Stark erklärt. Ja. Komm, einer noch. Komm, gib dir Mühe. Boah, das ist schwierig. Das ist so ein Trend von jetzt, von Sachen, die man anziehen kann. Gucci, Sachen, die man an den Füßen anzieht. Badelatschen, Adiletten. Eine Art davon, die ein YouTuber besonders benutzt und Werbung dafür macht. Sneaker? Ist die Zeit abgelaufen? Egal, erklär noch zu Ende. Ah, okay. Ich bin gerade selber gespannt. Was aber 2 Minuten siehst du schon längst um. Ja, die Zeit ist vorbei. Ich habe erklärt noch eben. Warte, ich versuche es noch zu sehen. Ich will wissen, was es ist. Willst du sehen? Jemand? Fußbekleidung, Design von einem amerikanischen Hip-Hop-Musiker. Ah, so ist es? Ja. Egal, okay. Ach so. Das ist okay. Frankie hat auf jeden Fall ein bisschen aufgeholt. Stimmt, diesmal warst du echt gut. 5! Krass. Stark.
Boah, dann musst du auf jeden Fall jetzt nachdenken. Ja. Ready? Aber Karte Franco muss halt auch gut raten. Das stimmt. Okay, bist du bereit? Jetzt mach mal 6. 3, 2, 1, go. Boah, das Video, was ich zuletzt hochgeladen habe, das zweite Gericht davon, wie war der Name davon? Das mit Casper und Materia, ja, genau. Im zweiten war ja. Big M. Nein, das andere? Fuck the Veggie. Genau, was spielen wir immer auf dem Beamer an meinem Geburtstag? Ja, Mario Kart. Genau. Ah, das waren zwei verschiedene. Das liegt hier immer rum, weil wir suchen, weil ein Lebewesen das ständig bei uns anhat. Frieda? Ja. Wie nennt sich das, was sie immer anhat? Ah, wie nennt sich das? Leine? Nee, Leine ist... Die Hundeleine. Nee, das, was sie anhat. Hundegeschirr? Ja. Das haben wir immer bei Chrissy zu Hause getrunken. Shots, Wodka. Ja, was für eine? Drinks. Wodka Red Bull. Nein, was für die Marke? Gorbatschow. Ja, genau. Ford, dein größter Traum? Pilot. Der Job? Fliegen. Ah, ja, Pilot. Ja, ist es. Ja. Größter Frauenkanal im Internet? Bibi. Ja. Bibis Beauty Pants. Ja. Nein. Oh nein, Caro DIY. Auf deinem Bett? Da ist ein Pikachu. Figur, ja. Und stopp. Okay, warte, das waren 7 oder nicht? 7? Ja. Wow. 7? Mehr als 7 in 2 Minuten wird es richtig schwierig, aber... Schaffst du. Schaffen wir noch eine dritte Runde? Ich habe es im Studio hängen. Auf meinem... Playbutton. Silver Playbutton. Was musst du... 100.000 Abonnenten... In einem Video drücken. Abonnieren. Ein Abo-Playbutton. Egal, Sam. Abo-Button. Abo-Button. Ja, ja. Freund von uns, er hilft deinen Rivalen. Smiley. Ja. Es war vor einiger Zeit... Ja. Komm. Es gab einen Skandal darüber vor ein paar Jahren schon, bevor ich nach hier kam. Es Hashtag Freiheit. Hat damit zu tun. Mediakraft? Ja, genau. In deinem letzten Video, das schon online ist. Wir dahin Auto. Gekommen. Auto. Team Bro Mobile? Ja, genau. Den erfolgreichsten Format, das in dieser Wohnung erstellt wird. Auf meinem Kanal oder deinem? Dein. Pimp Mai? Nee. Meine Top 5 Rezepte? Ja, genau. Oh. Davon leben wir auch irgendwo? AdSense. Noch eine! Boah! Egal, gib dir Mühe. Du hast noch ein bisschen Zeit. Warte. Das fuckt uns immer ab. Das ist ein, wie kann man sagen, ein Amt. Ordnungsamt? Hat nicht mit Steuern zu tun und nicht mit Polizei oder so. Sondern mit unserem Job und genau mit Urheberrecht und so. Ah, Content ID, bla bla. Ist das so? Ich weiß gar nicht, ob es das wirklich ist. Ja, es ist aber stopp. Landesmedienanstalt. Aber war das richtig? Ja. Okay. Ey, aber du bist immer besser geworden. Ja, am Anfang warst du echt scheiße. Ja, Mann. Okay, Frankie, letzte Runde. Lass es fahren und sobald du ready bist, dann los mit der Zeit. Das ist so schwierig mit so einem Zeitdruck. Okay, we're ready. Auf die Plätze. Plätze, fertig, los. Das Bild, was hier im Flur hängt. Das von Naruto. Genau, das ist die Serie, die wir brauchen. Ich brauche einen Charakter aus dieser Serie, Neji Shikamaru. Der mit Schlangen zu tun hat. Orochimaru. Nein, sein Komplize. Von Orochimaru? Ja, sein Schüler. Kabuto. Richtig. Das, was du immer gerne hörst beim Schneiden. Musik, ja, genau. Soundtracks. Aber von einer Person, die etwas Bestimmtes gemacht hat. Hisaishi, Miyazaki. Ja. Hisaishi. Das gucken wir gerne im Kino, zu zweit. Rick und Morty. Ja, die weibliche Charakterin da drin. Ah, die Mom von... Nee, die andere weibliche. Die Schwester. Ja, wie sie heißt. Ja. Amerikanisch für Sommer. Ah, Summer. Ja, genau. Ja, stimmt. Das war ein Trend für letztes Jahr. Feature Spinner. Ja. Oh. Deine Fans? Ja. Hashtag? Ja. Helden. Ah, okay. Wenn ich eine Frage habe, frag ich. Wen frage ich? Am Computer. Google. Ja. Dein Kollege, der hier letztens gepennt hat. Steve Hagen. Ja. Das jetzt, das Game gerade. Tabu. Oh. Boah, was ein Druck. Crazy. Das zu erraten ist auch nicht so einfach. Ja, klar. Aber das zu erklären. Und du, JP, triffst immer diese 5 Wörter, die genau diese 5. Voll. Das macht alles so schwierig. Es macht richtig schwer. Aber man muss wirklich anders einfach denken. Von Grund auf. Das war ein sehr, sehr gutes Training für mich auch. Sachen so schnell und gut erklären zu müssen. Und ohne die nützlichsten Wörter zu benutzen zu können. Das ist echt ein gutes Deutsch-Trainingsspiel. Voll. Freunde, wenn ihr Sprachprobleme habt, dann spielt Tabu. Davon könnte ich auch ein, zwei Runden mehr am Tag spielen. Man muss so voll so...
was sagen, ja, aber es kommt nicht raus, du musst sowas anderes finden und dann explodiert das so. Ja. Man kann nicht so flüssig sprechen auch. Das ist voll schwierig. Aber ja, sehr, sehr guten Training und das würde ich sehr gerne auch weitermachen. Auch mit ein paar Varianten auch, damit das noch lustiger und schwieriger wird. Aber für diesmal reicht es, glaube ich, würde ich sagen. Wenn ihr wollt, dass ich weiter Deutsch lerne, mit dieser Methode auch oder auch mit der alten Methode, also mit Bestrafungen, dann lasst mir gerne ein Abo da, ein Polly schon hoch, ein Daumen hoch. Schreibt in die Kommentare eure Ideen oder Wörter, die wir nächstes Mal benutzen sollen. Ja, und auf jeden Fall schreibt mal in die Kommentare, was für Gesellschaftsspiele spielt ihr am liebsten? Ich bin ein riesiger Fan von Uno. Monopoly haben wir letztes Mal gespielt. Ja, Pokémon Monopoly. Was zockt ihr zu Hause, so mit euren Freunde oder Eltern, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Das ist, glaube ich, auch ganz witzig zu sehen. Ja, voll. Ich habe, als ich klein war, sehr oft mit Menschen, die ich nicht gespielt. Ich hasse das. Ich mach das voll aggressiv so. Wenn du so kurz davor angekommen bist und dann gekickt wirst und alles wieder neu laufen. Aber ja, ich liebe Montagsmaler und Tabu auch, habe ich oft und gerne gespielt. Aber auf Italienisch, ja. Das wäre ja viel einfacher. Ja. Freunde, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts verpassen wollt und wir sehen uns. Arrivederci!